vorsichtig weiter. Und in dieses Bett. Dann müssen wir hier vermutlich jetzt hoch. Wer auch immer diese Falle entworfen hatte, hielt sich wohl für sehr schlau, aber ich fand sofort einen Weg, den Schalter zu treffen. Mit Pfeil und Bogen? Ja, mit Pfeil und Bogen. Treffer versenkt. Haben wir den Bogen jetzt noch? Wir konnten nur einen Pfeil damit verschießen und ist der Bogen weg. Können wir hier einbrechen? Oder ist es sicher genug, um rüber zu gehen? Scheint es sicher genug zu sein. Dann hier weiter. Der Spiegel rief nach mir. Na, mich blendet er eher. Ich weiß nicht, wie soll man sich dann selbst sehen? Okay. Eine Fütterungsvorrichtung sollte das Untier und vermutlich auch den Besitzer am Leben halten. Anstatt den Drachen da drin verhungern zu lassen. Moment mal. Hilft das irgendwas? Geht er jetzt nach da hinten? Ja, er verlässt den Spiegel schon mal. Wenn ich jetzt schnell genug bin. Wenn ich schnell genug bin. Kann ich den Spiegel schon mal nehmen? Und sehe mich selbst mit Königskrone. Ach, plötzlich habe ich den Bogen wieder. Oh! Lass mich raten, du kamst mit einer Fleischwunde davon? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh.
jetzt? Wohin? Auf Seil. Okay. So viel Action hätte ich jetzt in diesem Spiel schon mal gar nicht erwartet. Aber ich bin ja zum Glück ein guter Bogenschütze. Oh, wieder nach rechts. Schnell, schnell, schnell. Runter. Schnell wieder alles aus dem Weg räumen. So. Und jetzt wieder Pfeil und Bogen. Das ist natürlich Standard, so den Hut zu fangen. Und jetzt schnell zweites Auge. Können wir den Wind machen oder nicht? Können wir den Wind machen? Lass mich raten. Du kamst mit einer Fleischwunde davon? Was sollte ich denn jetzt machen? Ich glaube, irgendwas habe ich verpasst gerade. Natürlich ein leichter Job für uns. Und hier sind wir jetzt schon wieder. Da ich nun den Zauberspiegel bei mir trug, träumte ich davon, zu welchem Königreich Daventry werden könnte. Ich würde erstmal sagen, wir sollten hier rausgehen. Oder rauskommen. Ich hatte nun drei Möglichkeiten. Jede davon würde mich in Sicherheit bringen. Und alle hatten weitreichende Konsequenzen. Habe ich noch einen Zeitdruck dahinter? Glocke, Auge oder Kette? Ich will wissen, was bei der Glocke passiert. Meine Hände zitterten und ich konnte das Seil kaum greifen. Aber mit letzter Kraft kletterte ich aus dem Brunnen und machte mich auf den Rückweg zum Schloss. Seit der Zauberspiegel wieder da ist, hat er unser Königreich vor Gefahren gewarnt und unsere Familie beschützt. Und er hat außerdem zahlreiche Krümel in meinem Bart aufgezeigt. Ja, ja, ja. Und König Edward war so froh, dass du seinen Schatz zurückgebracht hast, dass er dich zum König krönte. Den Teil kennt doch jeder. So, zurück zum Drachen. Gwendolyn, es steckt so viel mehr in den Geschichten als Drachen. Ich hoffe, dieser Hut wird nicht nur als zerfledderter Stoff in Erinnerung bleiben, denn seine Nähte verbergen jede Menge Abenteuer. Also gut, dann zurück zum Drachen. Sag mir alles.
Wie wusstest du, dass ihn ein Schuss auf die Glocke ablenkt? Mit den Jahren erkannte ich, dass der Drache nicht das scheußliche Untier war, zu dem ihn Daventry gemacht hatte. Er war nur ein eingesperrtes Tier, das Hunger hatte. Ich wäre auch wütend, wenn ich nur dann essen könnte, wenn mein Besitzer eine Glocke läutet. Ich wusste, dass es ein gemeiner Trick war, aber ich wollte bestimmt keinen Drachen auf die Stadt loslassen oder ihn weiter quälen. Das war echt schlau von dir, Opa. Ich hätte ihn auch reingelegt. Zu Hause nennen mich alle Gwendolin Schlaumeier. Dein Stammbaum weist viele große Denker auf und einen überaus schlauen Zahnarzt. So, ihr beide. Großvater braucht Schlaf. Und Gwendolin, du solltest längst im Bett sein. Gute Nacht, Opa. Bis morgen. Ich komme wieder. Ich brauche keinen Schlaf. Ich bin agil wie eh und je. Ich hätte aber nichts gegen etwas Zauberfrucht. Und scheinbar haben wir uns mit der Glocke für das Bestmögliche entschieden. Hallo, Cousine. Gart. Schön, dass du endlich da bist. Er fragt schon seit Tagen nach dir. Eine Geschichte hat er mir 5-mal erzählt. Wir kamen so schnell wir konnten. Und ich mag Opas Geschichten. Besonders die mit den Drachen. Ach ja, die legendäre Bestie, die er mit ihrer Essensglocke reingelegt hat. Ich weiß nicht, ob er vergisst, dass ich die Geschichte kenne oder ob sie ihm egal ist. Aber er erzählt sie jedem, der zuhört. Sogar die Kindermädchen machen sich über seine Geschichten lustig. Hast du mitbekommen, was die Ärzte sagen? Ja, die Ärzte, Magier, Zauberelfen. Großvater geht's gut, Gwendolin. Sie sagen alle dasselbe. Er ist eben alt. Er hat noch ein paar gute Jahre vor sich. Schau, wir freuen uns, dass ihr hergekommen seid, aber es gibt rein gar keinen Grund zur Sorge. Du solltest jetzt schlafen. Ich wette, Großvater hat morgen ein paar haarsträubende Geschichten für dich parat. Ah, außerdem steht ja morgen das Turnier an. Ach ja, das Fechtturnier. Das wird toll. Ich bin natürlich der Favorit und ich sorge dafür, dass du den besten Platz hast, um meinen Sieg zu sehen. Der Hof wird voller wichtiger Leute sein und es gibt köstliche Hors d'oeuvre. Oh, ich mache selbst auch beim Turnier mit. Ich wusste gar nicht, dass es auch ein Kinderturnier gibt. Das ist ja toll. In dem Fall werde ich dir natürlich zujubeln und dabei ein paar von den Leckerbissen naschen. Nein, kein Kinderturnier. Ich trete morgen gegen dich an. Verstehe. Dann lässt du dir also nicht mehr nur Geschichten erzählen, sondern willst endlich selber welche schreiben. Gute Nacht, Gwendolin. Schlaf gut. Na, ob ihm das passt. Wir gehen natürlich nochmal zum Großvater, um eine weitere Geschichte zu hören. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das erste Komm rein, Kapitel ist. Gwendolin. Die kannst du auf den Nachttisch stellen. Ich hatte nämlich auch schon kurz Angst. Oma sagt, du sollst je 3 Löffel nehmen. Später. Es gibt keinen Grund, einen solchen Wirbel um mich zu machen. Reden wir zuerst über wichtigere Dinge. Zum Beispiel dieses Fechtturnier. Du machst da mit. Ich bin angemeldet, aber ich weiß nicht recht. Papalapap, falls du wegen Gart Sorgen hast, nicht nötig. Eigentlich weiß ich überhaupt nur, dass du dabei bist, weil er sich beklagt hat. Er fühlt sich wohl bedroht. Es gibt viele Wege, im Duell zu siegen. Ich zum Beispiel setzte stets auf.
So, jetzt nochmal kurz dazu gesagt. Ich hatte gerade so ein bisschen Angst, dass das erste Kapitel jetzt schon vorbei ist, aber wie es aussieht, geht's ja noch weiter. Ich mache jetzt aber kurz eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder. Unter einem schlummernden Haufen Zähne und Klauen lag. Ich hab den nicht mal gesehen. Der Zauberspiegel. Oh, an diesen Teil der Geschichte erinnerst du dich also? Ja, weil ich Drachen liebe. Möchtest du weiter erzählen? Ja.